Jeder wie er meint. Ja, andersrum schnell. Nee, andersrum bin ich wirklich schneller. Oh, Schneek. Schneek, Schneek, Schneek. Also ich ist dann schon schnell genug. Wie ist hier das Spiel, wenn man nee, das ist Unsinn. Da müsste es den Spielstand modifizieren. Ich glaube nicht, dass das Spiel solche Sachen macht. Hey, was ist los? Suchst du vielleicht ein neues Boot? Ich baue mit meinen Männern die besten in ganz Asun und das besonders günstig. Nein, was soll ich mit einem Boot? Ich sollte mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Hamian. Ich bin Bootsbauermeister und Besitzer dieser bescheidenen Werkstatt. Es ist mir auch unangenehm, einfach die Menschen zu belästigen. Aber wir haben keine Aufträge. Ich hau mir jetzt nicht auf die Nerven, Junge. Ich bin hier in einem Duell. Auf Leben und Tod. So, wo ist diese letzte scheiß Münze jetzt hier mal? Ja, da ist die Münze. Nimmst du mich da einfach vor und ich kann es nicht mal wegmachen, weil... Gut, kann ich schon, aber das ist nicht der Punkt. Sowieso funktioniert meine rechte Maustaste jetzt wieder nicht mehr. Ach. Frag nicht, Spielerspiel. So, wo ist denn der Typ? Da oben ist der Typ. Meine rechte Maustaste funktioniert auch wieder nicht mehr. Da ist schon wieder eine Ratte. Ah, jetzt funktioniert sie wieder. Auch da. Ja, hallo. Hey. Ich habe alle Münzen. Und dazu noch meine Zeit unterboten. Respekt. Behalte die Münzen als Zeichen meiner Anerkennung. Ja, easy. So. Und wieder zurück. So. Ist das dieser dynamische Respawn? Kluges Kerlchen. Das würde auch erklären, warum die Ratten die Gegner nicht anerkennen. So, ich wollte noch mit den Lagerarbeitern sprechen. Bevor ich ihm Pfeffer gebe. Was ist das da überhaupt? Blumenkübel. Ohne dass man da was mitnehmen kann. So, jetzt nochmal mit dir reden erstmal. Baut ihr nicht gerade ein Boot? Ein Auftrag von unserem guten Fischer Simon. Wäre er nicht, hätte ich meine Männer jetzt schon entlassen müssen. So kommen wir noch eine gute Woche über die Runden. Mein Auftragsbuch ist dann leer. Das sind aber wirklich nicht deine Probleme, entschuldige. Was baut ihr hier für Schiffe? Kleine bis mittlere Schiffe. Meistens sind es Jollen für die Fischer. Wir bauen aber nicht nur, sondern reparieren auch die Handelsschiffe. Selbst ein Kriegsschiff haben wir schon in Schuss gebracht. An Erfahrung scheint es ja nicht zu mangeln. Nein, aber an Geld. Warum hast du keine Aufträge? Die Angst geht um. Niemand traut sich auf die offene See mehr, seitdem Gerüchte über Seeräuber laut geworden sind. Und da keine Schiffe mehr aus dem Königreich kommen, scheint das auch jeder zu glauben. Erzähl mir mehr. Normalerweise kriegen wir hier im Hafen oft Besuch von den lavanischen Handelsschiffen oder den freien Händlern. Meistens werden die königlichen Handelsschiffe auch von Kriegsschiffen begleitet. Doch es sind jetzt über 6 Monate her, dass uns kein Schiff mehr besucht hat und keiner weiß, was los ist. Ich beginne jetzt auch schon an die Seeräuber zu glauben. Da muss es aber eine Erklärung geben. Wenn ich nur jemanden kennen würde, der mit dem Schiff hier kam. Was ist da drin? War ich da schon drin? Oh, leck mich doch. Leck mich doch, hier war ich noch gar nicht. Leck mich doch. Herd. Das Wasser am Herd kann ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Stellt mir das denn als Dekoration hier hin? Ich hasse es so. Was haben wir da noch? Hämmer, die ich nicht mitnehmen kann. Wieso legt ihr mir denn das Zeug hin, das ich nicht mitnehmen kann? Warum tut ihr mir das an? Was ist falsch mit euch? Schlimm,
Schlimm. Ich will doch einfach nur alles mitnehmen, was hier steht. Ist das denn heutzutage schon zu viel verlangt? Grauenhaft. So, habe ich schon mit dem Fischer da hinten gesprochen? Ich weiß gar nicht. Also, zumindest nicht, wenn er da am Steg stand. Und die Säule nehme ich hier Salzwasser. Hey, du! Hat auf jeden Fall nichts zu sagen. Wer hat eine Angel? Wieso hat er eigentlich kein Boot? Wollte er nicht schon eins haben? Ist das kaputt gegangen? So, ich spreche mal vielleicht mal mit dem Hafenarbeitern. So, vielleicht bekomme ich ja noch mehr Pfeffer. Lagerarbeiter, Hafenarbeiter, Lage, Details. Hey, du! Oh, nee, das war der. Das war der da. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich sollte doch nehmen. Lagerarbeiter. Ja, das ist der Typ dahin, die Typen, die ja nichts tun. Die nichts tun. Bin ich auch sehr gut darin, nichts zu tun. Hey du. Ich muss vermutlich den mit dem Namen ansprechen. Diese namenlosen Lagerarbeiter können ja immer nichts. Was soll der Bolle diese Statue irgendwie haben? Hallo Klo. Kannst du mir helfen, ins Lager zu kommen? Mit sowas wollen meine Kumpels und ich nichts zu tun haben. Kannst aber mal zu Seth in die Kneipe gehen, der kann dir bestimmt weiterhelfen. Vielleicht hätte ich den Schlüssel noch behalten sollen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich Fehler in der Reihenfolge gemacht. Der Dumme. Ja, Scheiße gebaut, passiert. Laden wir wieder. Spielen wir die letzten 3 Stunden einfach nochmal. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Seth in die Kneipe, wo ist denn hier ein Seth? Da ist ein Seth. Ich habe gehört, dass du mir helfen kannst, ins Lagerhaus zu kommen. So, hast du das gehört? Mich interessiert gar nicht, von wem du das weißt. Kannst du mir nun helfen oder nicht? Klar, ich helfe doch gerne. Schick mir Salus die Wache an einem der nächsten Abende einfach zu mir und ich halte ihn eine Weile auf. Ach, und lass mir doch noch 60 Roperi da. Schließlich sollte ich dem guten Mann noch einen ausgeben können. 60 Roperi! Willst du nun, dass ich dir helfe? Denkst du, die Türme bringen was? Das kriege ich schon noch selbst hin. Wie du meinst, ich habe dir meine Hilfe angeboten. Na, ich habe doch roten kleinen Pfeffer. Ich bin sicher, ich habe da welchen mitgenommen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das liegt doch auf der Hand. Oder ich habe mich überschätzt. Bin irgendwas verwechselt? Nee, ich habe aber keinen Pfeffer. Na, gib mir mal einfach den, passt schon. Ich weiß ja eh nicht, was ich hier tue. Spiel das Spiel, um mal auf Fragen zu stellen. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange. Ich habe den Pfeffer dabei. Bist du sicher, dass du den richtigen hast? Ja. War aber gar nicht so leicht zu kriegen. Schon gut, hier kriegst du deine 90 Roperi. Und weil der Preis immer weiter steigt, nochmal 10 Roperi aus reiner Menschenliebe. Na, wie toll von ihm. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Hey, da haben wir schon 8 Leinpunkte. Wow. Wow. Das ist schon böse. Warum habe ich gesagt brutal, ja? Wieso frage ich den Chat überhaupt? Der Chat kommt doch eh nur so scheiße und sagt dann so Sachen wie, joa, nochmal. Das ist doch nichts Neues. Oh, dieses Gefeife. Das kann ja nicht ewig sein. Erstmal ist eine Lösung, Leute. Hey, du. Minus. So steht es in den Heiligen Schriften.
Ich verstehe deinen Brief nicht. Wieso? Es gibt nichts Negatives in dem Brief. Wo bleibt deine Rache an Naso? Du hast ihn gelesen? Das ist mein Brief. Er ist für niemand außer Isere bestimmt gewesen. So du wirst schon sehen, dass mein Brief ihr Herz erweichen wird. Nur meine Worte. Der Brief ist überbracht. Dann bin ich mal gespannt, wie sie reagiert. Hier hast du ein paar Ruperi, die ich gesammelt habe. Der Fürst befehligt mir gar nichts mehr. Sie hat doch schon überbracht. Ich bin verwirrt. Hey du! Okay, was auch immer. Ich hab schon mit ihm geredet. Daran wird sich nie etwas ändern. Warum erfahre ich das erst? Willst du so schnell hin? Warte mal. Wo bleiben denn die Schiffe? Weißt du selbst nicht, okay. Gut, gucken wir nochmal, ob sie im Harbing was getan hat. Dieses Pfeifen. Wer hat das für eine gute Idee gehalten? Mit mir kann man sowas nicht machen. Sie selbst. Können wir zurückkaufen. Erfahre ich, dass er sie jetzt kochen wir durch die Zölle schon rum, weiß. Aber nee, okay. Schauen wir mal, Salzwasser. Ja, keine Ahnung, wie ich das bekomme. Ich habe da keine Anzeige. Keine Ahnung, wo ich das hinbekomme. Moment, was mal für den Bogen? Ja. Wie hole ich den herbekommen soll? Aber tagsüber geht die Performance. Ich brauche das nicht zu soll irgendwas nachts zu sein? Das liegt nicht am Wasser auf jeden Fall. Nee. Weiß der Geier, was hier los ist. Gut, ich halt. Das darf gar nicht richtig laufen, glaube ich. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, das ist völlig richtig. So, war jetzt nicht irgendwie hier noch Asphalt irgendwo an der Brücke? Hieß es nicht an der Brücke? Meint ihr diese Brücke oder meint ihr die andere Brücke? Gab da noch eine andere Brücke, oder? Ich glaube, es gab noch eine andere Brücke. Also, schwierig zu sagen. Vielleicht gehe ich mal weiter. Vielleicht ignoriere ich das Buch einfach erstmal. Bis ich mächtig drück bin. Ich habe keine Spruchrollen, noch nichts mehr. Ich würde noch ein bisschen was in Mana verbessern stecken müssen. Machen wir zu. Ist das Buch vielleicht hier? Und die Lurker, da kann ich nicht nachschauen, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Da hinten war auch noch eine Brücke, oder? War nicht noch eine Brücke? Da war noch eine Brücke. Ist das eine Brücke? Ist das eine Brücke? Ich sage einfach, das ist eine Brücke. Ah. Hier leuchtet. Okay, das war jetzt einfach. Erleuchtung. Grundlage. In jedem Herzen ist Glaube, doch nicht jedes Herz ist bereit. Ah. Spinnst du oder was? Was zur Hölle, wo kommt ihr denn jetzt her? Da Fuck? Wo kamen die denn jetzt her? Was soll denn die Scheiße? Es regnen hier Ratten verkackt nochmal. Ratten, ey. Glaubst du das?
Okay, das ist die falsche Brücke. Irgendwie ist sie überformt. Nicht fragen, einfach hinnehmen. Lauf einfach weiter. Nimm das Buch und dann läufst du da weg. Buch, wo ist Buch? Wo ist das Buch? Buch, da ist das Buch. So, das nehmen wir uns und dann laufen wir einfach weg, bevor die Ratten wieder regnen. Lebenspunkte 70. Mit was habe ich angefangen? Kommt ja aber schon Lebenspunkte dazu, ne? Ja, doch, glaub schon. Ich glaube 50, ne, 40, 40, ne? Ja. So, lass mal gucken, bin ich weit genug weg? Ja. Gut, versuchen wir nochmal Buch zu lesen. Ja. In jedem Herz ist Glaube, doch jedes Herz ist bereit, erleuchtet zu werden. Das Herz der einfachen Menschen ähnelt dem Holzgröße eines Fachwerkhauses. Was jemand einsehen kann, ist noch viel Arbeit nötig. Erleuchtung. Ist der Mensch guten Willen, sein Herz Alanos zu öffnen, bedarf es einiger Anstrengungen, damit sich Alanos auch wohlfühlt und den Menschen nicht mehr verlässt. Nicht Gold, nicht Lust und erst gar nicht Rausch. Allein der reine, gelebte Glaube kann diese Anstrengungen bewältigen. Doch eine gemeingültige Regel zur Erleuchtung gibt es nicht. Alanos entscheidet nicht nach Regeln, sondern nach Herz. Und so soll auch der Mensch beherzt leben. Ach, deswegen ist das Buch jetzt an einer anderen Stelle, weil das Zeug nicht mitgenommen hat. Dann leben wir mal beherzt. Ohne Herz lebt sich's eh scheiße. Dann pumpt das so wenig Blut durch den Körper, ist echt kacke. Das ist tatsächlich echt kacke. Wo? Mit den Lagerhäusern. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Zu dem Vogel. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Da haben sie echt ein schlimmes Geräusch ausgegraben. Ein wirklich schlimmes. Wo ist der Typ jetzt? Muss ich ihn auch noch suchen oder was? Och Leute, ihr wollt was, ihr wollt, dass ich euch Zeug bringe, dann bleibt doch mal da. Hey. Nee, du bist der Falsche. Wir waren der Richtige. Badia. Badai. Junge. Ist der nicht vorhin panisch da hochgerannt? Nee, nicht dahin, dahin. Ach. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Alt, du bist doch. Bist du? Das freie Lager. Bleib stehen! Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja. Hey, du! Hier ist das Buch. Danke. Adanos wird sich sicher deiner guten Tat erinnern. Das ist alles? Nein, auch ich möchte mich erkenntlich zeigen. Nimm diese Spruchrolle als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sie gibt dir einen Einblick in Adanos Macht. Daran wird sich nie. Was machst du hier eigentlich? Ich beobachte die See. Sollte ein Schiff dem Hafen gefährlich zu nahe kommen, so werde ich Ihnen zeigen, dass wir unsere Befehle auch durchsetzen können. Diese Kanone steht hier schließlich nicht zur Zierde. Ich bin sehr sicher, dass die nicht funktioniert. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Kanone nicht funktioniert. Gut, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Hoffe ich. Oh Gott, dieses Pfeifen. Wo bleiben denn die Schiffe? Das ist ja kein Pfeifen, ist mehr so ein Quietschen. Ah, Hilfe. Der Fürst befehligt mir gar nichts mehr. Uff. Ich will nur hier weg, ganz schnell. Bitte. Einfach nur noch weg. Ich sollte mal speichern. Ich sollte definitiv speichern. Weil ich muss jetzt auch wieder zurück, ne? Wenn ich wieder zurück bin, ist wahrscheinlich immer noch ein... komme ich denn überhaupt wieder zurück? Nehmen wir meinen Bogen raus. Es wird spannend, ob ich wieder zurückkomme. Und dabei zu sterben.
Da haben wir eine Molerat und Scavenger. Oh. Ah, noch mehr Scavenger. Wieso werden mir die Namen von den Viechern nicht angezeigt? Wieso rutsche ich jetzt 2 Stunden runter? Hilfe! Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig. Hat sich jetzt das Spiel wieder auf. Gut. Das war Legend of Azun. Beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir zurück zur Stadt kommen. Bei vierfachen Schaden könnte das schwierig werden. Ich guck mal, ich schaffe das bestimmt irgendwie. Wenn das Laden nur richtig funktionieren würde. Egal. Dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.